Hier seht ihr nun, dass ich die zwei Klettverschlussteile schon angenäht habe. Und an der hinteren Stelle habt ihr den Vlies dran. Ups. Und jetzt schlage ich das so drüber und habe mir das hier markiert, wo die Nähstelle sein darf, weil da drehe ich es dann nach links, also es wird genau an dieser Kante sein. Und beginne jetzt hier das so zu nähen. Nachdem ich beim Nähen auch schneide, werden wir das Messer vorklappen. Wir müssen da schauen mit der Fadenspannung, dass das passt. Ich habe die jetzt alle ein bisschen strenger gemacht. Oder ein bisschen höhere Fadenspannung. Dann sollte das passen. Dann machen wir mal hoch. Die Stichweite mache ich ein bisschen kleiner wie 2 mm. Ah, eher 1 mm. So, dann nehmen wir das so rein, runter und dann kann es losgehen. Ups, muss ich jetzt zuerst das da rausholen. So, da ein bisschen ziehen kann. Da hinten sieht man, es wird relativ engmaschig. Das passt auch. Ja, vielleicht die Fadenstärke noch ein bisschen erhöhen. Oh oh, da ist ein Faden gerissen. Nochmal anfangen.